Der 30. August 1974 versetzt ganz Japan in einen Schockzustand. Eine Gruppe, die sich selbst die Higashi Asia Hannichi Busō Sensen oder East Asia Anti-Japan Armed Front nennt, begeht eine Gräueltat. Die Ideale sind dabei ganz klar: Anarchie und Anti-Imperialismus. Es soll eine Revolution gegen den Staat geben, vor allem gegen den japanischen Imperialismus. 1972 wird die Gruppe, die es auch schon vorher unter anderem Namen in anderen Konstellationen gab, offiziell unter diesem komplizierten Namen, den sie dann fortführen werden, ins Leben gerufen. 1973 beginnt die Gruppe mit den ersten Vorbereitungen für reelle Terroranschläge in Japan. Dabei werden keine Gräueltaten gescheut und auch Vorbereitungen werden in allerwildester Form durchgeführt. Teilweise werden unter den Apartments der extremistischen Mitglieder sogar Schächte ausgehoben, in denen Bombenexperimente stattfinden. Am 14. August 1974 versuchen sie dann unter der Operation Rainbow den royalen Zug des Emperors Hirohito zu sprengen und ihn zu töten. Die Operation geht allerdings schief, da eines der Mitglieder bei dieser Aktion gesichtet wird. Doch dann, der 30. August 1974. Der Mitsubishi Heavy Industry Anschlag. 8 Tote, 365 verletzte Menschen. Am 19. April 1975 wird eine weitere Bombe mitten in Tokio im Ginza-Viertel gezündet. Der Hauptverantwortliche für diese Tat, Satoshi Kirishima. Es folgen weitere Gräueltaten der Gruppe bis zum Mai 1975. Am 19. Mai 1975 werden dann 7 Schlüsselmitglieder der Gruppe verhaftet. 2 sind flüchtig, darunter Kirishima. Wir schreiben den 25. Januar 2024. Ein todkranker Mann mit Krebs im Endstadium stellt sich der Polizei und gibt sich als Kirishima bekannt. Und das nach 50 Jahren. Was ihr gerade gehört habt, war eine Geschichtsstunde im Schnelldurchlauf. Ich ganz persönlich habe das erste Mal vor 16 Jahren von Kirishima gehört, beziehungsweise sein Gesicht gesehen. Und zwar auf einem Plakat. Denn damals war ich in Tokio unterwegs und auch zu dieser Zeit hingen schon überall die Plakate der Juyo Shimeitei, was mehr oder weniger sozusagen die Most Wanted List von Leuten in Japan ist. Für mich ganz persönlich war ein intensives Erlebnis dann nochmal, als ich in Shodoshima gelebt habe. Denn dort habe ich ein halbes Jahr mehr oder weniger fast jeden Tag auf der gleichen Bank gesessen, um dort Internet zu bekommen. Und genau neben dieser Bank, an einer Fensterscheibe, hing diese Most Wanted List. Ich habe mit vielen Locals damals sogar über diese Liste gesprochen und mir beibringen lassen, wer diese Leute sind und was sie getan haben. Ich habe mir die Gesichter dieser Leute wirklich krass eingeprägt. Und als diese News kam, dass Kirishima vermutlich jetzt geschnappt ist, ist es mir wirklich durch Mark und Bein gegangen, als ich sein Gesicht gesehen habe. Ihr müsst wirklich verstehen, dass dieser Vorfall viele, viele Leute in ganz Japan bewegt. Gerade Menschen, die zwischen 40 und 50 sind oder noch älter, sind teilweise sogar Zeitzeugen oder deren Eltern oder deren Freunde haben direkt was mit dem Vorfall zu tun gehabt oder auf jeden Fall direkt davon gehört oder in der Zeit gelebt. Die Gesichter auf dieser Liste sind eigentlich fast jedem durchschnittlichen Japaner bekannt und haben sich in die Gedächtnisse der Leute eingebrannt. Dass nun vermutlich einer dieser extremen Straftäter geschnappt ist und vielleicht sogar noch Informationen preisgeben kann, bewegt das ganze Land. Momentan ist die Lage jedoch immer noch angespannt, denn ob Uchida Hiroshi, wie er sich unter falschen Namen nannte, wirklich Kirishima ist, kann nur der DNA-Test beweisen, der jetzt gerade sozusagen im Hintergrund läuft. Allerdings verfügt der Mann über Wissen, dass eigentlich nur Kirishima zuteil werden konnte, sagte die Polizei in Japan. Der Mann hat mit über 70 Jahren im Grunde keine wirkliche Strafe mehr zu erwarten, denn er hat Krebs im Endstadium, wie ich erwähnt habe, und die Polizei konzentriert sich gerade mehr oder weniger darauf, ihn einfach zu verhören und mehr Informationen zu den Gräueltaten der Gruppe herauszufinden. Laut Kirishima selber hat er wohl gesagt, dass er sein Leben unter seinem richtigen Namen beenden wollen würde, sozusagen mit Würde. Was lernen wir jetzt daraus? Die Zeit vergisst nicht. Und manchmal kann sie auch die Wunden nicht heilen, die man aufgerissen hat. Kirishima ist jetzt ein alter Mann, der von seinem Krebs im Endstadium gerichtet wird. Aber ist das gerecht? Das kann am Ende leider nur die Opfer und die Betroffenen wissen und individuell für sich selbst entscheiden. Klar ist, ein Mann hat sich der Polizei gestellt und ergibt sich als schuldig. Ob diese Reue, die da gezeigt wird, nun selbstgefällig ist oder wirklich ehrlich gemeint, das kann am Ende des Tages nur dieser Mensch selber wissen. Es bleibt zumindest zu hoffen, dass es sich hierbei um den wirklich
echten bösen Geist von damals handelt und einige der Opfer mit dem Tode dieses Mannes oder zumindest der Verurteilung und der Information, die er am Ende noch ausspuckt, irgendwie ihren Frieden finden können. Durch Japan geht mit dieser Nachricht ein heftiger Ruck, von dem ich euch berichten wollte. Im Moment vermischt sich dieser Ruck mit alten, heftigen Erinnerungen an die Tat, aber auch mit Verwirrung und Hoffnung. Aber vor allem mit dem Wunsch darauf, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Japan ist kurz davor, einen der heftigsten Täter des Landes nach 50 Jahren endlich von ihrer Most Wanted List zu streichen. Der Stift ist gezückt, allerdings bleibt es fraglich, ob der echte Kirishima sich gestellt hat. Das können nur die DNA-Tests beweisen. Das heißt, bis dahin muss man wirklich noch Geduld zeigen. Denn nach wie vor gilt, ein Mensch ist so lange unschuldig, wie seine Schuld nicht bewiesen ist. Die Polizei erhofft sich trotzdem, dass sie aus Kirishima so viele Informationen wie möglich rausbekommt, um in der Zukunft solche Fälle vielleicht schneller in den Griff zu bekommen oder sogar präventiv zu verhindern. Heute vielleicht nicht das stimmungsvollste Video, aber ein wichtiges Video, in dem ich euch von dieser Tat, von diesem Menschen einmal berichten wollte, und zwar in Kurzform. Lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao.